Willkommen zurück, Let's Play Part Nummer 29. Ja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, oh, ich werde jetzt vom Skelett angegriffen. Also, wie ihr sicherlich gemerkt habt, ist die letzte Folge so abrupt geendet. Irgendwann hat mein Aufnahmeprogramm wohl gesagt, nö, bau du mal, ich hab da keine Lust mehr drauf und hat sich einfach verabschiedet. Das heißt, ihr konntet nicht sehen, wie ich das fertig gebaut habe, sondern nur, wie es dann am Ende so halbfertig dastand. Und diesen Status haben wir jetzt immer noch. Wir fliegen da gerade mal hin. Ich zeige euch, was ich dann jetzt noch gebaut habe. Nämlich, also wir haben die Decke hier immer noch nicht eingezogen. Was ich gemacht habe, ich habe die Wände natürlich schon gezogen. Ich habe schon mal ein paar Fackeln gesetzt. Hier liegt noch ein bisschen was. Und ich habe hier eine kleine Zwischendecke eingezogen, denn hier unten kommen dann die Leitungen hin, also die Sortiermaschine sozusagen. Hier unten werden die ganzen Items verteilt und dann in Kisten sortiert, die wir dann später hier oben hinstellen. Hier stehen dann also die Kisten drin, hier läuft dann auch später mein Turtle lang, um dann meine Items zu craften, die ich so gerne hätte. Ja, und ab hier oben fängt dann also das ja das eigentliche Haus an. Ich habe da vorne schon mal ein bisschen Holz wieder angepflanzt, denn ich hatte nämlich nichts mehr in meiner Tasche. Aber was ich auf jeden Fall noch machen wollte mit euch, ist ja einen Induktionsofen herzustellen. Und das machen wir jetzt auch direkt mal am Anfang, sonst schiebe ich das wieder Stunden, wollte schon sagen, folgenlang vor mich her. Und es macht ja auch keinen Spaß dann. Also, wir bauen uns einen Induktionsofen. Dafür müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt genug Ressourcen haben. Wir hoffen es einfach mal. So. Wir brauchen in jedem Fall einen Eisenofen. Ach ja, da haben wir jetzt wieder das Problem. Haben wir überhaupt genug Eisen? Haha, das werden wir gleich sehen. Ah, 5 Eisenbarren, ja, das sollte doch reichen, oder? Dann stellen wir uns gerade mal einen normalen Ofen her. Dann haben wir hier einen Eisenofen. Das ist sehr gut. Also dann haben wir den Eisenofen. Ich glaube, das müssen wir mit... Ich vertue mich da mal. Entweder mit Kupfer oder mit Bronze. Ich glaube, mit Kupfer müssen wir das ummanteln. Aber das sehen wir dann gleich. Also da müsste dann hier... So muss das dann da drum. Und hier unten muss jetzt ein erweiterter Schaltkreis rein. So, für diesen erweiterten Schaltkreis brauchen wir Kohle. Haben wir noch mehr Kohle? Oh, 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 oh. Oh, habt ihr das gesehen hier? Ha, fast wäre es explodiert. Das wäre aber bitter gewesen. Oh, der Ding ist, die Truhe ist leer. Oh, hat aber fleißig gearbeitet, ne? Wow. Bin ja ganz baff. Naja, wäre auch fast explodiert dann. Wo haben wir denn... Ich mache hier die Kisten auf und zu wie so ein Bekloppter. Wo haben wir denn die Axt? Wo ist denn meine Axt hin? Haben wir gar nicht. Tja, naja, müssen wir mal gucken. Also, Kupferstaub kommt immer raus. Wir legen einmal die Kohle rein und machen uns da Kohle, Kohlestaub draus. Da brauchen wir aber mehr als das, was wir da haben. Und das wird ja wieder mit der Holzkohle nicht funktionieren. Tja, müssen wir noch einen Moment warten. Aber hier kann schon mal wieder ein bisschen Gummi hinein. Kohle. Haben wir denn irgendwo noch Kohle? Eventuell. Hier natürlich nicht, ist klar. Da haben wir ganz viel davon. Ich guck mal eben im Haus, ob wir da noch normale Kohle haben. Ich glaube aber fast nicht. Nee, aber nicht. Ich will hier auch gar nicht schlafen. Ach. Was haben wir denn hier noch drin? Kupfer. Ja, nehmen wir mal mit. Ja, das ist ja schade.
Wie ärgerlich, dass wir keine Kohle haben. Hier ist auch nichts an Kohle drin. Das bedeutet, ich brauche Kohle. Ich muss irgendwie, dann tauche ich mal nach unten und suche mir ein bisschen normale Kohle. Das lassen wir mal hier. Das Holz legen wir in die Holzkiste. Und die Setzlinge hier in diese Kiste. Das da auch. Also dann. Eine Eisenspitzhacke, ein Schwert. Wir sollten uns vielleicht noch ein paar Fackeln mitnehmen. Dafür können wir wunderbar jetzt unsere Holzkohle verwenden. Ich hatte doch gerade noch Sticks. Ach, die sind noch in der Tasche. Okay. So, 40 Stück sollten genügen. Also, wir tauchen dann gerade mal nach unten und suchen uns ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Also, wir tauchen mal hier ein. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier noch Kohle hatte. Wir sind da ja letztens schon mal reingetaucht, aber wir werden sehen. Oh. Habe ich das hier liegen lassen? Warum? Nehmen wir doch auch mal mit, ne? Alles mitnehmen hier. Oha. Oh, da ist Kohle. Habt ihr das gesehen? Nein, 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 nein. Nicht explodieren. So, wir können hier mal ein bisschen für Licht sorgen, damit ihr was seht, damit ich was sehe und damit die Monster mich sehen. Nicht? Genau die Kohle wollte ich doch haben, die du hier kaputt machst. Kerl, was soll denn das? Gut, jedenfalls, die Kohle habe ich gebraucht, habe ich gesucht. Ich wusste ja natürlich, dass sie hier ist, ist ja klar, ne? Also, mitnehmen. Dann können wir uns da nämlich schon mal ein bisschen Kohlestaub draus machen. Oh, hier ist auch noch Eisen, das ist auch sehr perfekt. Das nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Noch mehr Eisen. Nur noch mehr Eisen. So, und was ist das hier wieder Zinn, ne? Was ist denn mit dir? Ich stehe hier unten, tu niemandem was, und dann kommst du von hinten und schießt mir einen Pfeil in den Rücken. Ich glaube, das geht los. Oh, Kupfer, Zinn, nehmen wir alles mit. Bevor ich hinterher wieder jammer, dass ich nichts habe. So. Eisen, ja, dafür waren wir jetzt primär erstmal nicht hier, aber. Nö, nehmen wir mit. Können wir dann später in unserem Induktionsofen viel, viel schneller in Eisen verwandeln. Wenn der Induktionsofen denn dann mal stehen würde. Ja. Gut, dann haben wir das hier schon mal. Aber wir hatten doch hier vorne noch mehr Kohle und die will ich mir auch mitnehmen. Sag mal, habt ihr euch abgesprochen oder was? So. Da ist ja überall noch. Ach. Ich denke, wir könnten später noch mal herkommen. Aber jetzt sind wir erstmal nur für die Kohle da. Wir nehmen uns jetzt auch nur die Kohle mit. Und sonst nichts. Es sei denn, wir finden noch Eisen. So, das ist, ach ja, das Apatit, das brauchen wir zwar jetzt auch erstmal nicht. Wir haben genug von dem Humus und von dem Dünger letztendlich, aber trotzdem nehmen wir gerne mit. Man weiß ja nie, was denn später mal so passiert. Also. So, ach ja, hier, das können wir ja auch mitnehmen. Ich sollte mich für eine Seite entscheiden. Was ist denn hier hinten? Ah, hier ist auch noch Eisen. Da ist noch mehr Eisen. Ja, gut, wenn wir halt schon da sind, nehme ich den Zinn auch mit. Lava, Kupfer. Kupfer nehmen wir auch mit. Da hat sich nämlich auch schon wieder Eisen versteckt.
Ja, und wird echt Zeit, dass wir dann unser Haus mal so ein bisschen fertigstellen, dass wir da unsere Sortiermaschine reinbauen können, damit wir auch den Ferryman wieder anstellen können. Oder ich sortiere das gerade erstmal einfach provisorisch in irgendwelche Kisten, damit wir ein paar mehr Ressourcen finden, damit er sich schon mal nach unten graben kann. Denn die ersten Schichten werden eh wieder nur für unseren Recycler sein. Also Erde, Steine. Das braucht ja alles erstmal kein Mensch. Obwohl, den Sand, den kann ich gebrauchen, denn mein Haus wird ja, wie gesagt, aus Sandstein gebaut. Dürfte mir nur kein Creeper in die Nähe kommen. So, wo ging es jetzt raus? Habe ich nicht mehr drauf geachtet. Na toll. Für ewig in der Höhle gefangen. Nein, hier nicht. Ich bin doch von da gekommen. Oder nicht? Ach ja, hier geht's raus. Okay. So. Dann mal hoch. Wusch. So, den Hover Mode wieder aktiviert. Enabled. Alles klar. Wie sieht's denn mit meinem Jetpack aus? Naja, ein bisschen was ist noch drin. Können wir trotzdem nochmal aufladen? Ach, das können wir doch auch mal wieder zumachen hier. Das läuft auf hier rum. Das gibt's ja gar nicht. Wie das aussieht. Ach, na gut. Aber das ist jetzt egal. Das ist jetzt erstmal nicht unsere Sache, sondern wir wollten die Kohle verwenden. So, das sollte genügen. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal Advanced Alloy herstellen. Dafür brauchen wir Refined Iron. Haben wir doch, hatten wir doch Refined Iron, oder? Das weiß ich doch ganz genau, dass wir dich hatten, genau. So, dann brauchen wir Bronze 3 Stück und Zinn. Zinn, das haben wir hier. Ja, machen wir uns das so. Zinn. Also bitte herstellen. Davon brauchen wir nämlich 2 und das müssen wir dann gleich im Kompressor verarbeiten, nachdem wir da gemischtes Metall sozusagen mitgemacht haben. 1, 2, 3. Fertig. Gut. Also, aufgepasst. Oben kommt das Refined Iron hin. In die Mitte kommt Bronze. Und unten das Zinn. Und schon, da, Mixed Metal Ingot. Also, da haben wir da 2 Stück von. Das kommt in den Kompressor. Dann warten wir da einen Moment und bekommen dann Advanced Alloy raus. Das brauchen wir zusammen mit einem Maschinenblock. Dann brauchen wir schon wieder Refined Iron. Haben wir nämlich noch genau 9 Stück. Brauchen aber nur 8. Ja, ich kann schon wieder nicht zählen. So. Dann haben wir das, dann haben wir das und dann brauchen wir nur noch die Carbonplatten. Die Carbonplatten können wir aber nur mit dem Kohlestaub machen und der braucht wohl noch eine Zeit. So, aber in der Zeit können wir doch mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie die Kiste ein bisschen umgebaut kriegen. Ich habe keine Waffe mehr, ich habe nichts zu essen. Das ist doch alles nicht. Da ist doch nichts. So, zum Glück haben wir hier ein bisschen Unordnung und alles liegt in den Kisten verteilt. Pflasterstein, Pflasterstein. Da. Dann verteilen wir das gerade alles mal zurück. Ich habe ja eh nicht viel Platz in meiner Tasche. Und dann müssen wir gleich wieder darauf achten, dass wir den Motor auch wieder ausmachen, weil das hätte echt böse enden können. Das wäre uns fast um die Ohren geflogen. Und ich hätte mich gewundert, wenn hier alles weg gewesen wäre. Und die Sachen, die sind ja nicht gerade günstig herzustellen. So, was haben wir hier? Advanced Alloy. Richtig. Das brauchen wir nämlich zweimal.
gemeinsam mit dem Maschinenblock und wie gesagt eben den Carbonplatten, die wir aber erst mit mehr von diesem Kohlenstaub herstellen können. Müssen echt mal gucken, dass wir, ich weiß, ich erzähle jedes Mal von, aber dass wir uns wirklich diese Speed-Updates machen. Das ist ja unfassbar, wie langsam das alles ist. So, aber das machen wir, weiß ich nicht, irgendwann. Machen wir nicht jetzt. Gut, was brauchen wir denn sonst noch? Wir brauchen, wie gesagt, einen, genau, diesen erweiterten Maschinenblock, den brauchen wir. Dann haben wir uns schon den Ofen hergestellt, das ist richtig. Ach ja, und dann brauchten wir noch, ich glaube, Kupfer oder Zinn, das war ja das, wie gesagt, wo ich mir nicht so sicher war, was wir da genau brauchen. Aber das werden wir dann halt auch gleich sehen. Komm schon, Kohle. 4, 8, 12, warte mal, 16 reicht noch, habe ich mich da verzählt? Wie doof. So. Das kommt dann also da rein. Und da werden jetzt Carbonplatten draus. Zwei Stück. Also ich habe mich verzählt. Ist egal. Können wir irgendwann für später nochmal gebrauchen. So, dann bitte stell mir das jetzt her. Zack, zack. Puh, puh, puh. So, dann können wir auch gleich schon mal anfangen. Ach ja, wenn dann der Induktionsofen steht, dass wir. Ach hier, das können wir schon machen. Nee, das können wir nicht. Dass wir unser Haus bauen. Aus Sandstein. Haben wir denn genug Sand? Sollten wir ja eigentlich, oder? Aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Den Kies legen wir nochmal wieder zurück. So, das verarbeiten wir gerade auch mal weiter. Also, du bist fertig, ja? Perfekt. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir es hinkriegen. Also der Maschinenblock, dann Advanced Alloy und dann die Carbonplatten. Und schon haben wir einen erweiterten Maschinenblock. Genau diesen erweiterten Maschinenblock müssen wir jetzt zusammen, wie gesagt, ich glaube mit Kupfer. Oder das ist doch Bronze. Aber das sehen wir gleich. Also der Eisenofen, das und der Dirt. Also wäre es doch Bronze gewesen. Tja, dann brauchen wir Kupferstaub und wir brauchen Zinnstaub. Den hatten wir auch schon mal gehabt. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwo Bronze habe. Machen wir das mal so und dann schauen wir mal. Nee. Nee. Haben wir nicht. Ja, schade. Gut, dann müssen wir da halt auch noch ein bisschen warten. Was macht ihr? Aber bei euch gibt es nichts. Den brauchen wir vielleicht noch mal. Egal, wir gucken weiter. So, Kohlestaub. Was hast du? Ach, du hast noch Gummi für mich. Der Kompressor hat erstmal nix. So, dann wollen wir mal gucken. Mit 7 mal Bronze. Damit sollten wir auskommen. Also. 7 mal Bronze. Der Eisenofen und der erweiterte Maschine. Ja, also mal. Macht man das nicht so? Brauchen wir dann elektrischen Ofen für?
Ah, wie ärgerlich. Jetzt habe ich das kaputt gemacht. Na egal. Hätte ich doch nicht. Also, elektrischer Ofen. Dann gucken wir es mal so. Und Bronze. Kann auch sein. Ich brech gleich ab. Das gibt's ja nicht. Brauchen wir doch Kupfer. Ach, komm. Den ganzen Scheiß, den braucht kein Mensch hier. Also elektrischer Ofen, erweiterter Maschinenkreis und Kupfer. Ja. Also Kupfer war schon richtig, aber... Na gut, schade. So. Dann brauchen wir jetzt noch bitte einen Schalter, um diesen Ofen zu aktivieren. So, der hitzt jetzt auf. Ja, hier können wir ja nochmal den anderen Ofen reinsetzen. Elektrischer Ofen und Induktionsofen. So, gut. Der verarbeitet, dann hier kommt einmal Eisenerz rein. So, wir holen uns gerade nochmal ein bisschen Holz. Dann verkleiden wir hier das Innenleben nochmal. Und dann nehmen wir uns auch schon mal wieder ein bisschen Sand mit. Und das auch. So, und dann fangen wir schon mal langsam mit dem Hausbau an, würde ich vorschlagen. Holzkohle, normale Kohle. Kann ich hier noch irgendwas reintun? Oh, das da. Das. Tja. Was haben wir hier? Ein Eisenofen. Ja, Glückwunsch. Ganz großes Kino von mir gewesen. Ganz großes Kino. Ein Schwert können wir wieder mitnehmen. Haben wir nämlich keins mehr. Die Spitzhacke, ja, das passt erstmal so. Ja, gut. Dann wollen wir doch mal gucken, wie weit denn der Ofen schon an Hitze gewonnen hat. Packt eigentlich meinen. Ja, die Bedbox packt das. Super. 19%. Ja, noch ist das nicht sehr, also nicht sonderlich schnell, aber bei 100% geht das ruckzuck. So, dann machen wir das hier auch wieder schön. Können wir das bitte mit der Hand abhauen, nur weil wir da keinen. Ach. Nichts Passendes haben. So, dann legen wir das auch wieder rüber. Und die sind schon wieder am Kämpfen hier. Werden schon langsam grün. Dann machen wir das mal aus. Die können wir später auch noch gegen andere Motoren eintauschen. Aber wie gesagt, wenn das halt mal funktionieren würde mit diesem Crossover, dann wäre das super. Dann können wir alles mit einer Solarzelle irgendwie verbinden und dann. Ach, das wäre so klasse. Aber klappt ja nun mal jetzt noch nicht. So, was will ich hier machen? Das weiß ich noch nicht so genau. Kies. Ne, brauche ich nicht. Rein damit. Also. Ach ja. Wie weit bist du? Eisenstaub. Wollen wir mal gucken. Ja, aber geht ja doch auch schon ein bisschen schneller als standardmäßig. Das geht doch schon ganz gut, ja. Perfekt. So, dann haben wir das ja hier fertig erstmal. Das kann auch so bleiben. So, fangen wir einmal ganz kurz. Ach ne, wir wollten uns noch ein bisschen Sand verarbeiten. Haben wir hier noch? Keinen Sand mehr. Na gut, dann nicht. So, wir stecken uns gerade mal unser Grundriss ab, würde ich vorschlagen. Mal gucken, ob wir das irgendwie noch hinkriegen.
dass wir das so nachgebaut bekommen. Wir werden sehen. So, aber ich freue mich. Hey, der Induktionsofen steht. Seit gefühlten 20 Folgen spreche ich schon davon, dass ich mir einen machen will. Jetzt habe ich es endlich gemacht. Wo geht's eigentlich hier runter? Wie sieht's mein Bedpack aus? Das passt noch. Ich hatte mein Schwert da. Wenn wir schon hier in der Nähe wohnen, dann können wir auch mal gucken, was hier los ist. So. Ja, Kupfer, Kupfer und Zinn. Kupfer, Zinn und Schweine. Creeper. Brat, der hat das Schwein umgehauen. Der ist ja fies. So, hier ist nix. Da haben wir ein bisschen, wie gesagt, Kupfer. Ach, hier unten geht's auch noch weiter. Wir schauen nur mal, was wir hier so finden. Oh, noch mehr Eisen. So, du explodierst diesmal nicht. Kohle, das ist ja auch nicht verkehrt. Können wir auch gebrauchen. Oha. Wo geht's denn dahin? Denk. Auch in eine etwas größere Höhle. Dabei wollte ich doch jetzt gar nicht nach der Höhle gucken hier, sondern. Ach. Aber dann wissen wir, also wir können später nochmal wiederkommen. Machen wir nochmal irgendwann so eine schöne Höhlentour. Boah, hier ist ja viel Eisen. Eisen ist super. Das nehmen wir später alles mal mit. Aber nee, noch nicht jetzt. Nein, 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 nein. Lass mich doch in Ruhe. Boah, langsam wird's eng. Nein. Hier geht's auch noch weiter. Guck mal da. Also die Höhle hier ist ja echt super ertragreich. Da geht's auch noch runter. Ach, das wird ja ein Traum werden. Hier gehen wir später mal schön gucken. Dann haben wir hier auch genug Kohle für den Fall, dass wir uns nochmal irgendwie einen Diamanten machen müssten. Das weiß ja keiner, aber ich hoffe ja, dass ich jetzt, oder dass dann der Quarry, wenn er denn mal läuft, genügend Diamanten, findet. Das wäre Spitzenklasse. Aber erst einmal, da geht's auch runter, erst einmal das Haus. Den Fußboden, den werde ich natürlich noch einziehen, das ist ja klar. Aber wie gesagt, erst einmal das Grundgerüst. So. Ich markiere jetzt einfach mal mit Erde das, was dann später die Wand wird. Also der, das will ich hier mit Ziegelstein machen, aber da habe ich ja jetzt noch keine. So. Passt. Und hier kommen wieder Ziegelsteine hin. Da kommt gar nichts, da auch wieder Stein. Das nehmen wir wieder mit als Randbegrenzung. Dann geht es hier drüben weiter. Überlegen, ist das richtig? Nee, das war jetzt falsch. Ich habe ja schon mir das mal hier markiert. Normalerweise müsste hier die Tür und da die Tür sein und nicht da. Was habe ich denn hier falsch gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ich habe einen zu wenig genommen. Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, und dann kommt der dahin.
So müsste das jetzt richtig sein. Genau. So. Nein. Nein, na, na, das ist auch Quatsch. 1, 2, 3, zack, zack, zack. Genau. Und hier drüben kommt dann das wieder hin. Sammeln wir das auch mal wieder ein. Und dann wird es auch schon wieder dunkel. Ich ahne ja schon Schlimmes. So, richtig. Das ist nämlich dann die Tür. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das. So, ist das jetzt symmetrisch? Ja, fast. Dann kommt hier drüben noch. So. Jetzt haben wir aber auch gar keine Erde mehr, um den Rest zu markieren. Das kommt nämlich dahin. Und da hinten kommt das hin. So. Richtig, das passt. Auf der anderen Seite natürlich das Gleiche. Perfekt. Ja, das passt auch. Ah! Die Saubacke. Oh, ein Schwert verloren. Also hier oben kommt mein Schlafzimmer hin. Wäre schön, wenn das jetzt schon fertig wäre, dann könnte ich mir da jetzt schon ein Bett reinstellen und dann wäre auch spontan wieder Tag. Aber nein. Ich baue ja immer nur in der Nacht. Richtig. So. So. Das müsste da jetzt rübergezogen werden. So. Also, dann wisst ihr schon mal, wie das dann aussehen wird. Nämlich so. Richtig, hier vorne ist der Eingangsbereich. Hier hinten kommt noch eine schöne Terrasse hin. Ja. Fenster, Fenster, das, Fenster, Fenster, das. 1, 2. Ich glaube, 3 hoch mache ich die Fenster. Ja. Eins. Oh no, 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 nein! Du. Ich hätte jetzt fast was Böses gesagt. Die Saubacke, ehrlich, das gibt's ja nicht. Ah, Mist. Weiß ich gar nicht, regenerierst du hier? Oh, mal gucken, habt ihr überhaupt noch Saft? Nee, ne? So, wie ihr seht, ich habe das hier auch mal ein bisschen umgebaut, dass sich die Dinger nicht immer umdrehen. Was ist denn hier? Wie doof! Ich wollte gerade nachzählen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste richtig sein.
Na, so. Genau. Also, das ist dann der Eingangsbereich. Hier drüben kommt dann das Gleiche hin. Da ist schon wieder ein Creeper, das gibt's ja nicht. Ach, ich glaube, ich fliege einfach mal zurück und lege mich eine Runde hin. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir uns noch ein bisschen Sand organisieren können. Und dann müssen wir uns da definitiv ein Bett reinstellen. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Und ich flieg so langsam. Das ist auch echt mies. Sollte mir so ein Turbo-Jetpack erstellen. So, haben wir hier noch was drin? 42 Mal. Tja, kein Platz. Na, seht ihr, das ist doch mal ein Tempo, das gefällt mir. Das geht ruckzuck, so muss das auch sein. So, bleibt jetzt natürlich nur die Frage zu klären. Ich weiß gar nicht, wie viel Strom das Ding zieht, wenn jetzt hier in der Nacht nichts nachproduziert wird. Wollen wir mal unsere andere Bedbox gucken, ob die. Ja, wird langsam leer gepumpt. Na gut, dann legen wir uns einmal hin. Ich könnte da ja auch einen größeren Speicher reinbauen, also keine Badbox, sondern eine MFE-Unit oder eine MFS-Unit, das ginge natürlich auch. Aber für diesen kleinen Raum, das machen wir nicht. Das machen wir später gleich, für, also später gleich, später für unser Haupthaus, das macht mehr Sinn. Gut. Tja, Sandstein haben wir nicht mehr wirklich viele. Tja. Und dann bauen wir uns Glasscheiben oder Glasblöcke in die Fenster. Am besten gar nichts, weil wir haben gar kein Glas mehr. Bestimmt in einem anderen Raum. Das Ding wird auch dann entfernt. Oder das, ich weiß nicht, vielleicht bleibt das auch nur für die Forestry, Sachen da drin. Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es ja sehen. So, aber du darfst mal Kupfererz masserieren. Und dann wollen wir mal gucken, was die Bedbox sagt, ob die gefüllt wird oder ob die sich weiterhin entleert. Ne, ist wieder voll, okay. So, und ich brauche auch definitiv dann halt irgendwie mal eine Stromversorgung, die nicht nur auf den Tag angewiesen ist. Ja, vielleicht mache ich mir so die Wasserräder, weil die Windmühlen, die man dann oben in den Himmel baut, die finde ich jetzt nicht so super, weil dann hat man hier so ein Riesenkonstrukt im Himmel hängen. Weiß ich nicht, finde ich nichts dran. Ja, und dann müssen wir uns Lehm suchen. Wo wir den wohl finden werden. So. So, hier können wir dann später schon mal rausgucken. Ah, Wohnzimmer, hallo. Tja, ich habe keine Axt. Das tut mir leid, lieber Baum. Du musst so verkrüppelt hier stehen bleiben. Wie gesagt, hätte ich jetzt noch ein paar Diamanten, würde ich ja hier den Logger hinsetzen können. Aber habe ich nicht. Ich brauche da 4 Diamanten für. Und die habe ich nicht. Ich hab sie einfach nicht. Also dann hauen wir hier gerade nochmal ein paar Holzbretter in den Boden. So, viel davon haben wir ja nicht. Obwohl ich eine ganze Menge Bäume angepflanzt habe, um das helle Holz wieder zu züchten. Ich hatte ja eine ganze Menge Setzlinge. Aber ist ja klar, die fallen ja auch wie bekloppt. Mensch, warum mache ich denn das immer?
So, habe ich jetzt noch Holz in der Tasche? Nein, habe ich nicht. Nutzt mir auch nichts, denn ich habe auch gar keine Axt. Dann wollen wir noch mal gucken, dass wir hier drüben auch noch die Fenster einbauen können. Eins, zwei, drei, zack. Drei, vier, fünf. Und hier drüben machen wir das dann das ganze Ende. Und die Fenster rein. Natürlich nicht dahin. So. Das ist dann die Fensterfront von da. Und hier drüben kommen natürlich dann auch noch Fenster rein, ist ja klar. Tja. So, wir haben keinen Sand mehr. Das heißt, wir müssen uns Sand organisieren und wir müssen uns Lehm organisieren. Aber das tun wir alles nicht mehr heute. Dann würde ich vorschlagen, in der nächsten Folge suchen wir uns Lehm, suchen uns Wasserlöcher, in denen dann Lehm ist. Und wenn wir das dann gefunden haben, dann werden wir sicherlich auch Sand finden. Und dann können wir das hier ein bisschen vervollständigen. Dann ziehen wir uns nach und nach hier auch den Fußboden weiter rein und dann kommen dann hier die ganzen Kisten hin, unten die grobe Sortiermaschine dann schon mal, also zumindest schon mal die Leitungen und das wird dann, ach ja, ihr seht, wir haben dann halt viel zu tun. Dauert aber noch ein bisschen, ist ja auch ein großes Haus, was ich hier baue. Ja, wenn ihr noch irgendwie Anregungen habt, wie das Haus dann aussehen soll oder wie der Innenausbau gemacht werden soll, schreibt's mir bitte. Ansonsten baue ich erstmal so meinen Stiefel hier runter, wie ich mir das geplant habe. Also dann, der Induktionsofen ersteht. Juhei, ich bin Tatsache fertig geworden damit. Nach leichten Anfangsschwierigkeiten, aber immerhin hat es dann doch noch geklappt. So, und diesen Triumph, den muss ich mir nochmal angucken. So, ja, aber ich wusste doch, das geht mit Kupfer. Nee, und ich mache dann Bronze mit einem Eisenofen. Ach, das gibt's nicht. Aber gut, hätte mir klar sein müssen. Da ist ja die Erweiterung vom elektrischen Ofen. Dass man dann den elektrischen Ofen braucht, sollte ja klar sein. Aber ja, ist schon zu spät fürs Denken. Das scheint nicht mehr so zu klappen. So, was haben wir denn hier? So, und ja, ich glaube, in der nächsten Folge mache ich mir auch diese Speed-Updates. Das ist ja echt nicht zum Aushalten. Das ist ja katastrophal. Ja, so lahm, wie der arbeitet. Das ist ein Tempo, das gefällt mir. So sollte das überall sein. So, aber wir brauchen ja auch noch ein bisschen Bronze eventuell. So. Sechsundzwanzig mal Bronzestaub. Dann darfst du jetzt hier verarbeitet werden. Dann haben wir nämlich da auch schon mal wieder ein bisschen Bronze. Langsam geht es ja voran. So, dann nehmen wir das auch mit. Dann haben wir schon mal wieder sechs Stück. Ja, das mit dem Induktionsofen, das gefällt mir. Ich könnte jetzt stundenlang hier stehen und irgendwelche Sachen einschmelzen. Haben wir aber jetzt gerade auch keine Zeit für und auch gar keine Verwendung. Oh, Kupfer noch mal. Also. Ja. Haben wir gesagt, was wir in der nächsten Folge machen wollen? Jo, haben wir gesagt. Also dann. Ich würde sagen, ihr guckt beim nächsten Mal wieder zu. Und. Ah, guck mal, wie viel Materialien wir jetzt langsam wieder haben. Ja, egal. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.